Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Seco Modellvorstellung. Heute geht es um den Lamborghini Gallardo, wie auch immer, ich spreche es safe wieder falsch aus, aber juckt jetzt auch nicht. Wir können uns kurz, fangen wir erstmal wieder mit den Daten an. Wir haben einen V10 Motor, wir haben also 10 Zylinder, die sind um 90 Grad. Hier steht was von 520 PS. Kann meiner Meinung nach nicht stimmen. Nach meinen Recherchen, was ich gerade noch vor der Folge gemacht habe, finde ich Gallardos nur mit die niedrigste Leistungsstufe ist 550 und deswegen kann ich es auch nicht sagen. Also es könnte hier in dem Fall, also theoretisch, den gibt es als Heck- und als Allrad betriebenes Fahrzeug mit einer mit einem 6-Gang-Getriebe. Genau. 5 Liter Hubraum, 315 km/h steht hier Topspeed. Ich habe auch sowas von, also die schaffen so 320, um die 320, manche mehr, manche weniger. So um den Dreh passt auf jeden Fall, ja. 4250 Umdrehungen maximal, ja, das könnte auch passen. Genau, er hat noch Topspeed. Oder er schafft 0 auf 100 in so roundabout 4 Sekunden. Ich kann ja nicht genau jetzt sagen, welche Spezifikation das ist. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob er halt Heckantrieb, Allrad hat, whatever. Noch nice Side-Fact zu diesem Fahrzeug. Das ist... Obwohl, nee, das machen wir gleich. Wartet kurz. So lange müsst ihr jetzt dranbleiben. Wir fangen erstmal mit dem an. Wir haben hier auf jeden Fall die Front von dem Gallardo. Also ich fand ihn mal geil, aber natürlich ist er mittlerweile auch schon relativ alt. Ich habe so gelesen, so 2003 bis 2008 oder irgendwie sowas, also noch so in dem Bereich vor 2010 und vielleicht auch noch danach, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ist auf jeden Fall schon lange her. Genau, gut, Front, hier haben wir halt nur hier haben wir noch ein Nummernschild, sehe ich sogar gerade. Dann haben wir halt die großen Lampen, die ja bei Lamborghini damals... Also total normal waren, genauso wie beim Murcielago und so weiter. Die ja mittlerweile auch immer noch relativ große Lampen haben beim Aventador oder so. Obwohl beim Huracan sind sie schon relativ klein, glaube ich sogar, aber sonst sind die eigentlich noch ziemlich groß. Genau, hier haben wir das Lamborghini-Logo, den Stier, den goldenen. Kennt man, glaube ich, so ein bisschen. Wir haben hier eine gelbe Lackierung. Dann haben wir hier ganz andere Felgen als meistens, aber es ist, glaube ich, auch schon ein bisschen älter. Da kann sein sogar, dass da mehrere Fahrzeuge solche Felgen hatten, aber die silbernen, so silberne. Und wir haben ziemlich breite Reifen sogar hier hinten, auf jeden Fall, da sieht man es, glaube ich, ganz gut. Genau, dann haben wir hier halt die Türen und dann haben wir hier, wir haben einen Mittelmotor, also der sitzt hier ungefähr noch so ein bisschen vor der Achse, quasi hinter den Sitzen direkt. Man kann die Sitze, sieht man gerade noch vielleicht hier. Genau da, 1, 2. Und das Lenkrad, aber mehr sieht man jetzt auch nicht wirklich. Also da kann ich euch nicht viel zeigen, weil das einfach so wenig Platz ist, da überhaupt reinzugucken. Genau, hier ist dann quasi der Motor. Genau, und dann haben wir hinten auch nochmal diese großen Lampen, die, wie gesagt, eigentlich da normal waren bei den Lamborghini-Modellen. Kommt der Fokus wieder drauf, klar, bitte. Ne, kommt er nicht. Genau. Hier haben wir noch so einen leichten Diffuse. Man sieht es so ein bisschen. Jetzt hier, da sind noch so leichte kleine Kanten. Dann haben wir rechts und links zwei Abgasrohre. Und hier steht nochmal Lamborghini. Und eigentlich, das war auch schon so grob zum Fahrzeug. Kann man jetzt nicht so viel sagen, weil man nicht so wirklich reingucken kann. Und von außen hat er natürlich auch nicht so viele Details. Natürlich hier immer diese klassischen Lamborghini-Kanten, die hier immer so reingehen und dann meistens auch nochmal Luft oder so durchlassen. Und dann hier die Türen halt. Und klar, die eckige Form von Lamborghini, die einfach, glaube ich, einfach so klassisch ist. Ich sehe auch jetzt gerade keine Tanköffnung. Also, die kann ich euch jetzt gar nicht zeigen, weil ich auch gar nicht weiß, wie es ist. Genau, das war auf jeden Fall das Gelb. Dann haben wir das gleiche sozusagen nochmal hier in Weiß. Nur da haben wir noch ein Herz für Kinder. Keine Ahnung, wofür das Fahrzeug tatsächlich mal war. Oder ob das wie so ein
Ja, wie so ein, ja, keine Ahnung, Special Car. Ich weiß jetzt nicht so genau. Aber es ist eigentlich hier im Prinzip ist nichts anderes, außer die Farbe. Felge sind auch genauso. Gibt es auch nicht mehr zu kaufen, laut Sikur. Jedenfalls auf der offiziellen Seite gibt es es nicht mehr. Aber ich glaub, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber vielleicht findet man es noch im Laden oder sonst findet man es eigentlich überall. Irgendwo findet man es bestimmt noch. Aber ich habe jetzt halt kein Link für euch erstmal. Du müsst ja vielleicht selber nochmal schauen. Hier haben wir auch die Lamborghini. Ah, das ist mein Modell, was auch schon beschädigt ist hier vorne. Ich habe noch nämlich zwei davon. Genau. Polizia, italienische Polizei haben wir hier hinten auch nochmal stehen. Hier ist natürlich auch das Blaulicht und die Lackierung sieht auch ziemlich nice aus. Und jetzt kommen wir zur Side Story. Die italienische Polizei hat, glaube ich, zwei Gallardos gehabt. Und die haben, nutzen sie halt, um Organe quasi in Italien zu transportieren, so schnell wie möglich. Und die haben auch extra Kühlfach. Ich weiß nicht, ob es beim Gallardo schon so ist, aber der Huracan, den sie jetzt haben, der hat auf jeden Fall Kühlfach und die sind wirklich komplett dafür ausgelegt, nur diese Organe zu transportieren im Lande. Und aber bin ich mir jetzt nicht sicher, weil die sind jetzt natürlich auch, Huracan ist natürlich eher das neuere Fahrzeug, deswegen die sind da. Ich weiß nicht, ob die sowieso noch im Einsatz sind, die Gallardos, aber jedenfalls waren sie auch mal genauso im Einsatz wie Huracans es jetzt sind. Genau, wenn euch das Video gefallen hat zu diesen Gallardos, dann könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr keine weiteren Videos von mir, von der Sico-Modellvorstellung verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal und dann bin ich raus und tschüss.